Die haben also auch sogenannte Brandpäckchen abgeworfen. Das heißt, das waren Sabotage, die Sabotage, wie gedachte Entzündungs, ja, wie soll ich das, Brandpäckchen hießen die, regelrecht Brandpäckchen. Das war so eine Zelluloid-Geschichte, da sah man, dass eine brennbare Flüssigkeit darin kluckerte. Da sollte man, da waren in 11 Sprachen, weiß ich noch ganz genau, eine Betriebsanleitung dazu und die Aufforderung, damit die deutsche Rüstungsproduktion. Und wir waren natürlich auch als Kinder, haben mit so einem Zeug gespielt. Und da hatte ich 3 oder 4 so eine Brandpäckchen gefunden und habe eins in unserem Garten ausprobiert. Da musste man so einen Blechstreifen rausziehen und eine Kapsel eindrücken. Und dann sollte sich das nach einer halben Stunde lautlos, wie Sie geschrieben haben, also in Brand ausbrechen. Also als Sabotagematerial, der das natürlich bei auch so jeder unheimlich viele Fingerabdrücke drauf waren, sind die dann später, falls das Ding nicht losgeht, zur Fahndung. Darüber hat man sich als Jugendlicher nicht, war erstmal spannend. Also jedenfalls habe ich das in unserem Garten ausprobiert, funktionierte. Und dann hatte ich mir den Ortsgruppenleiter der NSDAP ausgedacht, den konnte ich nur durch und durch nicht leiden, hatte ich meine speziellen Gründe. Und habe im Rathaus, wo der sein Büro hatte, so ein Brandpäckchen vor seinem Hinterradreifen platziert. In der heutigen Zeit, wo leider jetzt ja noch bösartige Brandanschläge an Autos verübt werden von Kriminellen, aus mit kriminellen Motivationen heraus, bin ich mit diesen Erlebnissen nicht mehr in die Öffentlichkeit getreten. Da wollte ich keine Anregung lassen. Aber, der Täter, den zieht es ja immer an das Ort, seinen Tatort hin. Ich bin am nächsten Morgen dann, mein Vater war dienstverpflichtet, der war schon über 60, für ein sogenanntes Fliegerschadenbüro. Der musste als Architekt also immer nach jedem Angriff melden, was alles passiert ist. Man hatte gewisse Baukapazitäten zur Verfügung, um also irgendwas machen zu lassen, sofern es Sinn machte. Und der hatte da hinten sein Büro. Und da bin ich also, habe ich so getan, als ob ich zu seinem Büro war. Dann habe ich aber erstmal geguckt, wollte ich einen Brandwrack sehen von dem Auto. Stand aber noch immer so. Und das Päckchen lag auch noch immer da. Und nun muss man sich mal vorstellen, was das also auch für ein Unfug war, dass sie also nicht funktionssichere solche Sachen lieferten. Da weiß nicht, wie viele Leute da gefangen worden, gefasst wurden. Also ich habe das Ding schnell wieder in meine Schulmappe gesteckt und dann in der Schule ins Klo geschmissen. Wo soll man sonst damit hin?